Moin, heute habe ich mal wieder ein kleiner Tipp für euch, Pfälzer Wurstsalatrezept. Aber es geht eigentlich darum, der Wurstsalat ist ja unheimlich teuer geworden. Auch die geschnittene Lyoner Wurst ist sehr teuer geworden. Ich habe jetzt zwei so Päckchen gekauft, a 200 Gramm, also 400 Gramm haben wir jetzt. Und ich habe dafür bezahlt genau 69 Cent. Aber meistens kosten sie so um die 99 Cent, also sehr billig. Dann zeige ich euch mal, wie ihr das ganz billig macht. Wir benutzen zwei Packungen Wurst. Also so eine Lyoner Wurst. Eine Packung hat 200 Gramm, reicht locker für drei Personen. Legt ihr übereinander und schneidet die in schöne schmale Streifen. Das Ganze geht ganz schnell. Innerhalb von ein paar Minuten habt ihr eure Wurststreifen geschnitten. Und schon fertig. Das Ganze mischen wir ein bisschen durch. Also abonniert meinen Kanal, um weitere Videos zu erhalten. Drückt das Glöckchen. So, dann geht's weiter. Ich habe mir jetzt für die 400 Gramm drei so kleine Zwiebeln genommen. Eine Zwiebel hat ungefähr 40 Gramm. Die schneide ich dann auch in Streifchen und gebe sie dann zu meinem Wurstsalat. Wenn die Zwiebeln geschnitten sind, tue ich die ganz zerdrücke, so dass so ein bisschen das Saft rausläuft. Das gibt einen guten Geschmack und macht auch das Fleisch ein bisschen weicher. Dann nehme ich noch ein bisschen Gurkewasser dazu. Das passt immer gut. Also ein kleiner Schuss. Dann kommen wir noch dazu ein paar Gürkchen, die hole ich immer im Netto, die sind wirklich ganz klasse. Ich habe vieles ausprobiert, aber die schmecken mir das Beste. Die sind nicht zu so sauer, die sind auch nicht zu so süß, das ist perfekt. Das kommt dann auch noch dazu. Bisschen Öl, ich habe jetzt Olivenöl genommen, das ist geschmacksneutral. Das kann man auch zum Kochen nehmen. Dann Pfeffer, alles nach Gusto. Tschechischer Pfeffer ist das. Dann haben wir französisches Salz. Könnt ihr aber nehmen, was ihr möchtet. So, und dann, meine Tochter mag es halt gern, ein bisschen Mayonnaise dran. Der schmeckt dann fast so wie der vom bekannten Metzger hier. Das kannst du auch nicht vergleichen mit einem Wurstsalat, was du so im Päckchen kaufst. Das ist was ganz anderes. Zum Schluss noch ein bisschen Essig dazu, so ein kleiner Schuss. So, und das Ganze tun wir mal schön vermische. Man kann ihn natürlich jetzt dann gleich genießen, aber wenn er mal so ein paar Stunden steht, im Kühlschrank, ein bisschen abdecke, dann schmeckt er mir am besten. Ist ein klassischer Wurstsalat, ist einfach gemacht, ist sehr, sehr billig. Also mich kommt es jetzt auf ungefähr 2 Euro, würde ich sagen. Und das ist für drei Personen wunderbar. Ein bisschen Abdecke, klasse. Ja, dann sage ich mal wieder Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.